Bei Comicverfilmungen ist es ganz leicht, da kann man beobachten, wie Planeten, Sonnen hin und her verschoben werden. Da gibt's einfach Superkräfte, die das ganz einfach machen. Aber solche Superkräfte hat Nikolaus Kopernikus nicht besessen. Dafür Wissen, Überzeugungen und viel Mut. Sein Name steht am Anfang eines neuen Weltbildes. Mit ihm begann, sich das heliozentrische Weltbild durchzusetzen, also die Erkenntnis, dass die Erde um die Sonne kreist und nicht umgedreht, was damals die allgemeine Überzeugung war, die die Kirche auch schön propagiert hat. Der Geburtstag des Astronomen, Domherrn und Arztes jährt sich heute zum 550. Mal, gewürdigt von Thomas Hartmann. Maciej Miechowita lehrt als Professor in Krakau. Am 1. Mai 1514 trägt er für seine Bibliothek einen Neuzugang ein, nichts Umfangreiches. Eine Handschrift von 6 Blättern. Den Autor notiert Miechowita nicht. Einen Titel trägt das Werklein, von dem jahrhundertelang nur ein paar handgeschriebene Exemplare existieren, ohnehin nicht. Aber der Professor vermerkt, um was es hier geht. Um eine Theorie, der zufolge die Erde sich bewegt, die Sonne aber ruht. Als Kommentariolus geht diese kleine Schrift in die Geschichte ein. Sie stammt von niemand anderem als Nikolaus Kopernikus, Weißbiograf William Shea. Ihre Existenz beweist, dass der Astronom vom heliozentrischen Weltbild überzeugt ist, lange bevor sein Hauptwerk über die Umschwünge der himmlischen Kugelschalen 1543 erscheint, in dem es heißt: In der Mitte von allem steht die Sonne. Denn wer möchte in diesem schönsten Tempel diese Leuchte an einen anderen oder besseren Ort setzen, als von wo aus sie das Ganze zugleich erleuchten kann? So lenkt in der Tat die Sonne, auf dem königlichen Throne sitzend, die sie umkreisende Familie der Gestirne. Das ist revolutionär. Kopernikus macht die Erde zu einem Gestirn unter anderen, bringt sie und damit den Menschen um ihre Sonderstellung. Und doch sagt Kopernikus eigentlich nichts Neues. Schon der 310 vor unserer Zeitrechnung geborene Aristarch von Samos vertritt den Standpunkt, die Sonne stehe im Zentrum. Nur die Zeitgenossen von Kopernikus glauben etwas anderes. Vertrauen dem Augenschein, vertrauen den Ansichten antiker Denker wie Aristoteles oder Ptolemäus, wonach sich alles um die Erde dreht. Sonne, Mond, Venus, Mars, die Fixsterne. Und diese allgemeine Überzeugung bereitet Kopernikus lange Kopfzerbrechen. Er rechnet mit dem Gespött derjenigen, die es für lächerlich halten, das Gegenteil zu meinen. Das ist freilich nicht der einzige Grund, warum zwischen dem Kommentariolus und dem Hauptwerk so viele Jahre verstreichen. Selbstredend muss Kopernikus seine frühen Erkenntnisse ausfeilen. Seine eigentlichen Aufgaben als Domherr in Frauenburg, heute als Fromburg zur polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren gehörend, sowie als Arzt bringen diverse Verpflichtungen mit sich. Und er muss die Reaktion von Kirchenvertretern fürchten, egal ob katholisch oder protestantisch. Die Sonne, nicht die Erde solle stillstehen, sagt Martin Luther. Und Philipp Melanchthon meint dezidiert den Domherren aus Frauenburg, wenn er fordert: Gewiss sollte eine umsichtige Obrigkeit zügellose Geister in die Schranken weisen. Der betagte Kopernikus allerdings riskiert die Veröffentlichung denn doch. Und die vehemente religiöse Abwehr bleibt zunächst aus. Auch weil ein nicht mit Kopernikus abgestimmtes Vorwort besagt, das heliozentrische Weltbild sei nur ein Modell, diene der Berechnung von Bewegungen am Himmel. Erst allmählich macht Rom über die Umschwünge der himmlischen Kugelschalen als Bedrohung aus und verbietet das Werk. Nur lässt sich die Erkenntnis nicht mehr stoppen, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Thomas Hartmann über einen Mann, der unseren Blick auf die Erde und das Sonnensystem drumherum ganz schön geändert hat.